Hallo Freunde, ja, ich bin wieder bei Spore. Allerdings sieht das nicht ganz so aus wie das letzte Mal, als wir das Spiel verlassen haben. Deswegen muss ich zurück zum Hauptmenü. Nö, speichern brauche ich nicht. Speichern. Ja, ich habe es mal wieder geschafft und habe vergessen, mein Mikro einzustecken. Juhu! Ich bin genial. Ja. Also, allerdings ist das ja kein Problem, denn wir haben ja hier immer noch 6 Planeten und wenn ich jetzt den anfange, wahrscheinlich wieder ein mehr. Und wir waren ja jetzt am Ende der Stammesphase, der Übergang ist nicht sehr interessant. Jetzt kann ich mir noch mal eine Kreatur erstellen. Das ist natürlich lustig. Da... Mal sehen, was ich da draus mache. Huh, schicke Vorlage. Schicke Vorlage. Muss ich echt sagen. Moment. Das ist unrund geworden. Obwohl, da kann ich das ja auch noch nehmen. Das finde ich doch mal jetzt gerade. Sieht aus wie ein enorm dickes Fragezeichen. Wenn ich jetzt noch das hinkriege. Moment. Die hier ein bisschen kleiner. Es ist ein Fragezeichen. Ist das auch richtig rum? Ah, Mist, falsch rum. Jetzt müssen wir das Ganze. Ah, komm. Du bleibst unten. Ja, ein bisschen hoch. So. Und dann. Moment. Enden. Kreaturentwerf. Vielleicht kriegen wir ja nochmal so einen Körper. Mal sehen. Oh, der sieht aber anders aus. Gut, dann machen wir was draus. Wir haben ja genug Punkte. Dieses Mal haben wir auch alle Mäuler. Allerdings, da wir Fleisch versetzen, naja, gut, das ist ja eigentlich wurscht. Was wir machen. Da wir ja aggressive Fleischfresser sind. Moment, da muss ich ja noch ein bisschen hier anatomisch korrekt und so weiter. Muss man da ja noch ein wenig einen Kopf formen. An den man dann etwas dran basteln kann. Nee, langziehen muss ja nicht sein. Aber ein wenig breiter. Nee. So, das sieht doch ganz nett aus. Augen, da können wir jetzt auch komplett alles auswählen. Ja, ist jetzt ein kleiner Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es eben sieht. Ich meine, ich habe einen Fehler gebaut, missgebaut. Ist natürlich uncool, aber das zu beheben ist nicht sonderlich schwer. Jetzt können wir hier noch uns mit ein paar Beinen gütlich tun. Ja, wie gesagt, Arme sind günstig für Werkzeuge und ähnliches, deshalb mache ich ins selbe Gelenk auch nochmal Hände dran, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen verguckt aussieht. Ah, deswegen, okay, wir haben mehrgelenkige Arme, was natürlich sehr interessant ist. Gut, damit hätten wir schon mal ein Tier. Dann haben wir jetzt noch verschiedene Hände. Wer ist denn jetzt mit so Schlagen, Gesundheit? Das wären jetzt so ganz fiese Klauen, aber Schlagen und Gesundheit ist die Kombination schon ganz gut. Gut. Dann Füße. Können wir ja diesmal 2 auswählen. Wir springen, tanzen. Springen, tanzen, Geschwindigkeit, Gesundheit. Puh, das sind ja hier echte Multifüße. Was haben wir denn? Tanzen haben wir schon. Gesundheit ist mittlerweile auf 4, aber das erhöht sich ja dann auch nicht. Rammen und Springen ist natürlich dann auch sehr praktisch.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen... Ah ja, das war dieses Vogelähnliche. Moment. Können wir nur länger machen. So, aber da wir ja mehrere Gelenke hier drin haben, können wir das Ganze ja ein wenig anders gestalten als bei normalen Lebewesen. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus, aber ist jetzt egal. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben Rammen. Das können wir noch passend zum... Das sieht echt gerade voll beknackt aus. Obwohl, warte, müssen wir Seiten tauschen. Nee. Hä? Eigentlich müsste die Drehung doch nach außen. Ja, obwohl, warte. Aha. Das ist natürlich jetzt echt eine Hammernummer. Die sehen doch mal cool aus. Nee, so. Okay. Was haben wir denn noch nicht? Spucken fehlt hier noch. Ansonsten... Können wir hier so eine Stachelkrone aufsetzen. Ja, ein paar Punkte haben wir noch. Schlagen wäre doch dann hier am Arm angebracht. Da hatten wir nochmal die das letzte Mal die Zacken ein wenig rausgefahren. Nee, wir hatten das so auf die kleine fiese Variante. Schick, schick, zu teuer ist das dann. Vielleicht müssen wir dann doch bei den Füßen Abstriche machen. Na dann können wir auch hier gerade mal, wenn wir das hier bezaubern, und Gesundheit brauchen wir ja nicht mehr, wir brauchen ja nur noch bezaubern. Sing 5. Was gab's da noch? Bezaubern? Posieren, das war aber bei den Händen, ja. Nur posieren. Aber kann man jetzt nicht irgendwo anbauen. Ja gut, wir sind eh ein kriegerisches Volk, deswegen können wir nochmal beißen und rammen. Ja, das nicht beißen, Stufe 4, genau. Beißen, Stufe 4, da haben wir nochmal einen zweiten Mund. Das sieht zwar nicht so ganz so hübsch aus. Gut, bepinseln wir das Ganze noch ein bisschen. Tut mir jetzt leid, dass... Also tut mir wirklich leid, dass wir jetzt nochmal das Ganze machen müssen. Oh, jetzt können wir hier die ganzen Designs ansehen, die wir hier haben. Allerdings mache ich das jetzt wieder zu, da wir ja eigene Designs kreieren wollen. Oder mehr oder weniger eigene, je nachdem. Nee. Das ist mit so einer Farbe hier als Grundierung. Als extra dann noch Streifen, und zwar in Grün. Sieht doch ganz cool aus. Und Detail. Wie wäre es? Moment. Mit so einem Plattenunterbau, also Plattenbauch, aber in Grau. Oh, das sieht doch ganz nett aus. Und was nehmen wir denn da für eine Beschreibung? Gute Frage. Wie soll das Ding heißen? Nennen wir es einfach Witterschwein, weil es irgendwie von einem Schwein die Nase hat und Witterhörner. Okay, jetzt wollte ich noch mal kurz das Ganze ein bisschen anheben, damit das nicht mit den Beinen so verkrampft aussieht. Jetzt aber nur ein paar haben. Schön. Kein Thema, was? Wähle ein Thema? Schwer. Militärisch wäre dann... Reichsspezialisierung ist militärisch, weil wir die ganze Zeit Fleischfresser waren. So, jetzt müssen wir noch das erste Auto bauen. Habe ich zwar schon, aber ich will jetzt nochmal bauen.
Ja, hier gibt es dann eben die verschiedenen Formen, die man benutzen kann für ein Fahrzeug. Hier so Sachen gibt es alles. So komischen Klotz. Ja, die Variante gibt es auch noch. Sieht schön militärisch aus. Ne, so kurz wollen wir es ja auch nicht haben. Und ein wenig größer können wir es auch noch machen. Allerdings ist es dann eben so, dass das Erste ist, was wir machen müssen, ist natürlich ein Fahrzeug, wie man da hier sieht, Land, ein Landfahrzeug. Und da wir, da habe ich mir gerade überlegt, wieso machen wir nicht einfach einen Panzer draus? Ich meine, es ist ja natürlich noch keiner drauf gekommen, als Landfahrzeug einen Panzer zu basteln, aber nun ja, man kann ja auch noch mal. Das sieht eher aus wie ein U-Boot. Ja, das sieht zwar aus wie ein Rennwagen, wenn wir das jetzt noch breiter machen, noch eher. Aber dann wird es umso lustiger, da draußen einen Panzer zu basteln. Ja, das sieht doch schon. Ja, das sieht ja jetzt aus wie eine Schildkröte gerade. Kann man noch ein bisschen länger ziehen. Gut, dann, wenn wir einen Panzer bauen, dann brauchen wir auch entsprechende Ketten. Ketten ist jetzt die Frage. Was für welche nehmen wir? Wir könnten natürlich auch. Ah, wie cool, das ist so ein Erdpanzer. Das ist die schieben, das sind so Spulen, die drehen sich. Und die schieben sich dann so durch die Erde durch. So, genau. Und dann machen wir die noch ein bisschen weiter nach außen. Und die Ausrichtung müssen wir dann auch noch ein wenig ändern, damit die eben in den Boden greifen. Na, nicht ganz so tief. Jo. Und damit hätten wir schon mal ein wenig Geschwindigkeit. Wie viel geben die? Ja, nur Tempo, okay. Dann brauchen wir für unseren Panzer noch Waffen. Haben wir doch auch erstmal so eine Kanone hier oben drauf ganz gut. Allerdings müssen wir die noch ausrichten. Das ist bei der immer ein bisschen störend. Finde ich zumindest immer, weil man da eben die wirklich noch ausrichten muss, wenn man da ordentlich was machen will. Allerdings machen wir die kurz. Und ja, eher sowas. Das sieht eher nach Mörsern aus. Gut, dann können wir noch hier irgendwie Maschinengewehre. Aber nee, wäre sowas mir. Kann man ja nirgendwo befestigen. Dann nehmen wir hier die. Gehen ja auch. Als, ja. Nochmal als. Das könnte man hier so dick machen, aber ich mache die lieber dünn. Da haben wir was für kleine und große Munition. Zum Spaß könnten wir auch einfach noch eine Kanone hier draufsetzen. Natürlich zeigt die jetzt auch nach vorne. Das würde ich zwar gerne noch ändern, aber da kann man ja davon ausgehen, dass man noch Luftangriffe, Flugzeuge oder so erschießen muss. Abschießen muss, nicht erschießen. Das wäre ja komisch. Gut, leider leidet im Moment das Leben ein wenig. Und wir haben auch noch kein Cockpit. Oder kein, was auch immer, zum Rausgucken. Da könnte man eigentlich noch was basteln. Ich meine, wie viel Leben gibt das? Eins und Tempo gibt es noch ein bisschen. Nein, da brauche ich eins. Entschuldigung, mit zwei Gesundheit. Naja, machen wir einfach so eine Glashaube hier hin. Das sollte schon hinhauen. Na dann. Ja, genau. Passt schon. Sieht jetzt nicht so. Na gut, dann kann man die Beine eigentlich auch schon wieder rein. Ja, nicht so. Beine kann man eigentlich auch noch reindrücken. Kann man die hier auch noch ein bisschen einfahren. Die müssen ja jetzt nicht so elendig da raushängen. Gut, groß gemacht haben wir sie schon. Man könnte sie auch noch klein machen, aber das ergibt keinen Sinn. Schick, schick. Jetzt haben wir ein ziemlich wehrhaftes Fahrzeug. Wenn man jetzt noch ein zweites Paar Spulen anbringen würde. Mal sehen.
Dann müssen wir auch noch die Neigung ein bisschen ändern. Ah, das sieht doch schon ungefähr gleich aus.